Ja, schönen wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, Paolo. Schönen guten Tag, Dali. Wie geht es dir auch? Schönen guten Tag. Wie geht's? Gut, danke. So, meine Damen und Herren, mein Name ist Dali Bassi Kouyaté. Ich bin Schüler von Kapawango Jimmy Kouyaté. Und wir möchten euch gerne reden über unser Herzprogramm. Wir haben eine Herzanlage. Und wir haben seit 8 Jahren jetzt einen Verein in Mali gegründet, das heißt Mali Kinderhelfer. Wir danken der Anja und der Tanja, dass wir hier sein dürfen mit unserem Projekt, wo seit 7 Jahren Leute in Mali unterstützen. Und diesen Verein haben wir gegründet mit Freunden von uns in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Und damit haben wir angefangen, war ganz wichtig für uns, die Frauen in Not und die Straßenkinder zu helfen. Unser erstes Projekt bei Mali Kinderhelfer war eine Geburtsstation. Bei uns in Mali sind so viele Frauen, die Probleme haben, wenn kommt das Kind, das sind keine richtigen Medikamente. So haben wir Geld gesammelt mit unseren Freunden und haben wir in 2011 eine Notfallstation aufgemacht. In dieser Notfallstation, bis jetzt kann man sagen, sind mehr als 300 Kinder in die Welt gekommen. Und liebe Kouyaté, wie bist du in diese Idee gekommen, dass wir den Verein gründen, um der Frau zu helfen? Ja, wie gesagt, ist simpel, also ist einfach, weil das hat meine Oma alles gemacht. Früher, weißt du, vielleicht andersrum oder in einer anderen Art, weil jede Generation ist anders. Aber das habe ich, du weißt das, du bist mein Neffe, weil deine Mutter ist meine Schwester. Und wir haben das zu Hause von Oma gelernt. Sie hat viele Leute unterstützt, viele Leute geholfen, viele kranke Leute gemacht und Geburt. Frauen mit Problemen hat sie viel geholfen. Leute, die in Gericht mussten, oder Frauen im Gefängnis mussten, sie hat immer interveniert und immer was dafür gemacht, dass sie nicht so lange im Gefängnis würde und so weiter. Und deswegen. Und dann ist ein bisschen, also nicht so, aber ein bisschen einfach für mich, weil ich nur folgen den Weg. Ja, Mali Kinderhilfe ist eine ist ein Verein, wo die jetzt auch mit der Musik die Kinder auf der Straße helfen. Wir holen Straßenkinder, bringen denen in die Schule, geben denen ein Zuhause und dann man bringt denen bei mit Musik und Tanz. Viele Leute verstehen nicht, warum Musik und Tanz. Kannst du uns das bitte erklären? Ja, weil ich kenne mich aus wieder, weil das war auch mein Fall. Ich war kein freches Kind, aber sehr schwierig und genug schwierig. Dann meine Oma hat mich gebraucht, diese Geschichte kennst du auch erzählt, weil du weißt das, in der National Ballet von Mali. Und dann war sehr, sehr hart, das ist wie Militär und das habe ich Anstand lernen müssen und das habe ich Disziplin lernen müssen und deswegen mit diesem Weg. Weil ich bin selber der Choreograf von der National Ballet von Mali, 30 Jahre. Und deswegen, von diesem Weg, ich kann vielen Kindern helfen. Weil Beispiel, wenn ich sage, ich will eine Kind von der Straße holen und ihm mit Computer beibringen, das sind nicht meine Sachen. Du weißt, was ich meine? Mhm. Dann muss jemand suchen, vielleicht, wo das macht, klappt oder klappt nicht. Aber ich brauche Disziplin, ich brauche Angst von den Kindern, ich brauche auch einen Weg, wo sie nie gehabt haben, weil sie in der Straße sind. Weißt du, man? Und das ist irgendwie für mich gedacht wie Militär, weil die Kinder sind bei uns im Internat, wie er gesagt hat.
Wenn du bei uns bist, musst du da wohnen, da essen, da schlafen, da in Schule gehen, normal Schule, und nachher musst du mit tanzen, egal wie du klein bist. Und wie sie gesagt, in Europa wissen sie auch, was ist Ballett. Ballett ist Disziplin irgendwie. Aber es gibt Profi und nicht Profi. Und deswegen, ich habe diese Wege genommen, weil das ist mein Weg, ist meine Arbeit. Wenn ich arbeite in der Nationalballett, ich bin in das. Und ist nicht eine nur Sachen, wo ich jetzt angefangen habe. Weißt du, ich bin schon drin. Und deswegen warst du auch bei mir im Nationalballett, wenn du klein warst. Du weißt doch die Gesichter, ja? Und deswegen. Und du weißt, wie du gelandet bist in dem Ballett. Genau. Andere von den Projekten ist, wir haben auch mit dem Verein eine Schule gebaut. Ja. Eine Schule, wegen da haben wir gemerkt, dass die Klassen waren viel zu klein, ungefähr so fünfzig Kinder pro Klasse. 50. Und dann mit der Hilfe von Spenden haben wir eine ganz neue Schule mit vier neuen Klassen, ganz große Klassen, wo wir einfach zu der Ortschaft gegeben haben. Und das nächste Projekt bei Mali Kinderhilfe, was wir gemacht haben, ist ein Dorf. Ist ein Dorf, da heißt San Mali. Ist da, wo auch viele junge Frauen, wo in der Straße sind, kann man nicht so laut sagen, aber viele sind in Prostitution, viele sind einfach in der Straße, sind schwanger, alleine, und dann können sie bei uns da wohnen, das ist unser Projekt. Und damit mit der Spende, was wir bekommen, können wir auch diese Leute unterstützen. Ganz wichtig für dich, wie kann man den Leuten sagen, warum machst du das? Habe ich nicht gut die Frage schon verstanden. Wieso machst du das? Wieso hilfst du so den Leuten? Ja, was weil ist deine Motivation? Motivation ist nur die Herz, weißt du. Entweder die Menschen tun dir leid oder entweder nicht. Das kann man nicht mit Spiel oder mit einer Show machen. Also, du hast das oder nicht. Was ich meine. Und ich bin dran gewöhnt zu Hause, wie gesagt, unsere Oma immer und unsere Mutter Leute mitgebracht. Wir wussten nicht, wer war das, wir waren noch klein und wieso ist bei uns, weißt du. Das ist es, diese Sachen. Und es gibt auch, ich denke, so wie die Kinder vorher gesagt hat mit der Tanzschule, wenn sie du willst jemandem helfen, du gibst ihm jeden Tag Brot oder du gibst ihm Geld. Das hilft nicht. War morgen nicht wieder in die Straße. Das ist keine Zukunft. Und deswegen, du musst ihm weg von da und dafür sorgen, dass er was kriegt. Essen, schlaf ruhig, dann ist nicht in den Banditen wegsuchen müssen. Nicht nötig. Und deswegen, ich mache das. Weißt du? Ich denke auch, der ganz wichtig für uns ist auch die Hilfe zu Selbsthilfe. Das geben den Leuten die Möglichkeit, dass sie auch ihr Geld verdienen kann. Und was aufbauen für sich, nicht, dass ich dir jeden Tag was geben muss oder geben mit Herz oder nicht, ich dir geben und hast du keine Probleme mehr. Das Problem ist nicht gelöst. Weißt du? Du musst selber Geld verdienen können, du musst selber was realisieren können. Dann ist gut. Deswegen. Und wenn du in der Straße sitzt, das wird nie, egal, wenn jemand dir eine Million geben, das bringt nichts. So, meine Damen und Herren, so haben wir auch mit verschiedenen Projekten und mit verschiedenen Sachen, so wie auch, wir haben ein Kinderheim, wo heißt Nelson Mandela. Wo ganz kleine Kinder annehmen. Sind Babys. Babys da, wo einfach keine Eltern mehr haben. Weiße Kinder. Weiße Kinder. Und die kommen in diese Nelson Mandela und wir unterstützen seit 2,5 Jahren mit Essen, mit Medikamenten. Das sind Kinder von einem Tag bis 10, 12 Jahre sind sie in diesem Zentrum. Und diese Kinder werden alle unterstützt von uns. Genau. Und mit der Hilfe, was wir bekommen für Spenden. Wie gesagt, die Leute können einfach jetzt in den Internet gehen. Schauen Sie das www.malikinderhilfe.de.org. Und ja, was du vergessen hast, ist, du sagst, das ist eine, ich weiß nicht in Deutsch, wie sagt man es, eine Kontinuität, weißt du, das muss weiter. Das geht immer weiter. Entwicklung. Weil diese Kinderbeispiel, diese Babys, die in Mandela sind,
weiße Kinder und die Mutter oder gestorben ist oder egal was verschwindet, weg ist. Versteht ihr? Diese Kinder sind Babys, aber nachher, sie werden groß. Es gibt schon Kinder, die schon 12 Jahre hatten. Und nachher, sie gehen in Schule. Und nachher können sie auch immer noch, wenn sie ein bisschen größer sind, bei der anderen Zentrum einsteigen. Also bei dem Ballett in der anderen Internat. Du weißt, ich meine, das ist eine Entwicklung, weil kann man kein Baby in der Tanzschule bringen. Und aber, wenn du schon 12 Jahre bis 15, weil ich habe angefangen mit 7 Jahren, zu singen und tanzen, also, und dass du immer beschäftigt bist, weißt du, von diesem Nelson Mandela Zentrum, wo wir haben, die große kann immer noch eine Chance haben, zu uns einsteigen. Und wo du bei uns bist, Beispiel, nur Beispiel, und du willst Weiterbildung mit Art, mit Künstlerei, kannst du, wenn Glück hat und durch Hilfe, bei mir oder bei uns in der National Ballet dann einsteigen, also als professionell. Oder was anderes, wenn die auch nicht mehr tanzen will und du willst was anderes machen, ist ja egal, weil du hast mehrere Sachen gelernt. Ganz wichtig auch, dass jede von diesen Kindern, die besuchen auch die Schule. Ja. Die sind alle in eine normale Schule, ja, oder in eine Privatschule. Wenn du nicht in Schule bist, dann bei uns geht nicht. Denn die wirklich einfach Leute zu nehmen und denen, dass sie schreiben lernen, lesen lernen, ja, das ist das, was der Zukunft hilft. Und meine Damen und Herren, das machen wir mit der Unterstützung, was wir bekommen, mit der Spende, was wir bekommen, können wir alles weiter diese Leute helfen. Wir sind alle sehr dankbar dafür, jeder von uns. Unsere, wie in der Schweiz, haben wir den Herbert Blankel. Er hat uns mit uns angefangen, diese Verein. Und in der Schweiz, wir haben die Loredana Manco. Sie ist die Direktorin da in Deutschland. Entschuldigung, in Deutschland haben wir Loredana Manco. Und sie hilft uns mit Papier und alles. Sie hilft uns, sie unterstützt uns, dass wir so weiter als man kann. Bedanken wir uns alle. Herr Mechterstein auch. Lade alle Leute einfach in Internet zu gehen, www.malikinderhilfe, zu schauen, was wir dort machen. Ist nicht irgendwas, was wir so sagen, schauen Sie das an, die Leute, die Spenden geben, wissen Sie auch, wo das immer landet. Wir sind zuständig, immer im Land zu sein, mhm, und zu kontrollieren, jede Projekte, wie das wird gebaut. Und einfach, danke einfach für eure Aufmerksamkeit. Und vielen Dank, Frau Wang. Vielen Dank. Danke euch.